Ich bin wirklich froh, dass es dich gibt. Mittlerweile bist du mein bester Freund. Möchtest du mir etwa den Mund verbieten? Nein, im Gegenteil. Ich möchte, dass du Isabels Frage beantwortest. Was denkt ihr eigentlich alle von mir? Natürlich habe ich meine Aussage gemacht. Eine Gräfin von Anstetten hält sich an die Spielregeln. Ich weiß doch, wie schwer das für dich ist. Heino ist damals auch im Krankenhaus gestorben. Du musst lernen, das zu akzeptieren, dass deine Mutter nicht mehr lebt und dass du sie nie mehr wiedersehen wirst. Hör auf! Endlich auf! Ich will dir wirklich nur helfen. Still. Lara, ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Ich weiß, dass meine Mutter tot ist. Ich weiß es. Lara, ich dachte, dass du... Warum quälst du mich so? Es tut mir so leid. Ich will dich nie wiedersehen. Lara! Es geht also alles seinen Weg. Na wunderbar. Danke, Dr. Franke. Na? Und was hat der Anwalt gesagt? Clarissa war tatsächlich bei der Staatsanwaltschaft und hat ihre Aussage gemacht. Dann kommt Caroline jetzt endlich frei. Ja, Gott sei Dank. Und es wird doch keine Gerichtsverhandlung mehr geben? Das wäre ja noch schöner. Ich meine, jetzt ist doch bewiesen, dass Sebastians Tod ein Unfall war. Nein, es wird eine abschließende Gerichtsverhandlung geben. Und da wird Clarissa ihre Aussage wiederholen müssen. Aber dann spricht man Caroline endlich frei. Caroline kommt gegen Kaution frei. Wann denn? Erst in 2 Tagen. Zum Glück. Was? Bitte? Im Gefängnis bleibt ihr wenigstens diese unselige Hochzeitsfeier erspart. Dass Clarissa dich auch noch mit dieser Feier quälen will. Der ganze Plan ist widerlich. Und diese Hochzeitsfeier? Einfach grauenvoll. Ich werde dich moralisch unterstützen. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Wir lassen dich nicht allein. Hey, Gabriella, ich... Gabriella? Hallo, Lisa. Gabriella war vorhin hier, deswegen. Ach so. Ja. Musst du nicht arbeiten? Ich konnte früh Schluss machen. Ah. Ja, ich musste ein Angebot für eine Gruppenreise machen. Mhm. Aber bestimmt ein harter Brocken, hm? Ja, aber ich war viel schneller fertig, als ich gedacht hatte. Eigentlich können wir doch was zusammen jetzt unternehmen, oder? Oder wartest du vielleicht noch immer auf Gabriella? Nein. Wieso? Oh, ich frage ja bloß. Weißt du, worüber ich mir langsam Sorgen mache? Worüber? Dass ich dich jetzt schon nach ein paar Stunden vermisse. Ich habe totale Scheiße gebaut. Wie bist du nur auf so einen Schwachsinn gekommen? Ich wollte sie irgendwie dazu bringen, sich mit dem Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen. Christian, was glaubst du denn, was sie die ganze Zeit macht? Ich habe geglaubt, du willst sie auf andere Gedanken bringen. Aber was machst du? Ich wollte ihr doch nur helfen. Dabei habe ich alles nur noch viel schlimmer gemacht. Wo ist Lara denn jetzt? Keine Ahnung. Wie? Du bist ihr nicht nach? Ja, ich habe den ganzen Friedhof nach ihr durchsucht. Sie war weg. Naja, vielleicht ist sie ja zu Hause bei ihrer Tante. Ruf da mal an.
Lara will nichts mehr von mir wissen. Kannst du das nicht machen? Aber bitte erst morgen. Heute will sie garantiert nicht mehr an mich erinnert werden. Champagner, bitte. Sofort. Champagner. Hallo, Herling. Möchtest du auch ein Glas? Nein, vielen Dank. Ich wüsste auch nicht, was es zu feiern gibt. Meine Hochzeit mit deinem Vater. Danke. Schön. Ach ja. Du bist ja jetzt wieder im Adelsstand. Und darauf muss man doch trinken. Dann hat dein Plan ja wohl funktioniert. Ich bekomme immer, was ich will. Wäre doch jammerschade, wenn alles auffliegen würde, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na, was wirklich hinter dieser Hochzeit steckt. Erpressung. Henning, bitte, nicht hier. Bekommen wir kalte Füße, Gräfin? Du profitierst doch auch von der Hochzeit. So kann Christoph wenigstens nicht Caroline heiraten. Das dürfte doch ganz in deinem Interesse sein. Oder hättest du gewollt, dass die ganze Welt erfährt, dass dein Vater dich mit deiner Frau betrogen hat? Schon gut. Na also, dann freu dich doch ein bisschen mit mir. Komm, ich lade dich ein. Vielen Dank. Aber ich kann deine Einladung leider nicht annehmen. Schönes Foto, oder? Schau mal, wie Jonas da guckt. Mhm. War ein toller Tag. Da kann ich mich im Moment gar nicht dran erinnern. Ach komm. Tut mir leid, aber immer wenn ich dich sehe, dann vergesse ich alles andere. Du bist ein echter Spinner. Ja. Wie kann Christoph das tun? Clarissa heiraten. Noch einmal heiraten. Nach allem, was sie zuvor ihm... Also entweder er ist wahnsinnig geworden oder... Bitte? Ja, die Hochzeit. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ach so, nein. Was sagst du denn dazu? Ja, mein Gott, wo Lara bloß so lange bleibt. Sie ist schon seit Stunden weg. Lara? Ja. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Ja, spazieren in den Stadtwald, aber bei dem Wetter. Gott sei Dank, da ist sie. Lara! Lara, wo warst du denn so lange? Hallo, Lara? Lara, ist was passiert? Lara! Mein Gott, Arno, warum spricht sie denn nicht mit uns? Elisabeth, das weißt du doch. Und wie soll ich ihr helfen? Ich meine, es muss doch irgendwas passieren, das kann doch so nicht weitergehen. Aber Caroline, du musst durchhalten. Es sind doch nur noch 2 Tage. Ja, ich dich auch. Auch mir geht's den Umständen entsprechend. Hm? Okay, ja, ich dich auch. Bis bald. Ich wollte dich nur noch mal an unsere Abmachung erinnern. Kein Wort über die, nun sagen wir mal, Hintergründe der Hochzeit. Es ist eine Liebesheirat. Wir haben endlich wieder zueinander gefunden. Kein Wort an die Presse, niemand darf etwas erfahren. Oh, wie oft willst du das noch herbeten? Ich habe heute Henning getroffen, er war sehr sarkastisch. Wundert dich das? Ich wollte dich nur warnen. Wenn die Presse etwas erfährt, egal von wem, ziehe ich meine Aussage wieder zurück. Von mir hört niemand etwas. Noch habe ich ja nicht unter Eid ausgesagt. Ich könnte also behaupten, dass du mich zu der Aussage gezwungen hast. Ja, das würde auch wunderbar zu dir passen. Du weißt, was das für Folgen hätte. Caroline wäre für lange Jahre in sehr unpässlichen Umständen. Ich weiß. Außerdem ist die ganze Angelegenheit viel zu peinlich,
um darüber zu reden. Ich wünsche keine Sticheleien. Keine saure Miene deinerseits. Und ich möchte, dass du auf der Feier der perfekte Ehemann bist. Hi! 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 Und? Heute früher Schluss gehabt? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich fahr gleich mal zum See. Vielleicht treffe ich ja meinen Segler. Aha. Und was habt ihr so gemacht? Naja, zum Segeln war es zu kalt. Es war wirklich total romantisch. Am liebsten hätten wir gleich auf dem Boot übernachtet. Na klar, wenn man so einen tollen Typen wie Jonas dabei hat. Naja, also dafür war es ein bisschen zu ungemütlich auf dem Boot. Och, also ich fand es vorhin schon ganz schnuckelig. Ich geh mal die Sachen ausziehen, okay? Mhm. Soll ich dir dabei helfen? Nein. Lass gut sein. Herzlich willkommen. Jetzt lächel doch mal ein bisschen. Ich tue ja mein Bestes. Den Leuten soll schließlich was geboten werden. Nein. Warten wir es ab. Guten Tag, schön, Sie zu sehen. Danke, danke. Wir sehen uns später. Jetzt reiß dich zusammen. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour. Bien. Oh ja, der Fürst. Ich dachte mir, dein alter Schulfreund darf bei unserem Fest nicht fehlen. Durchlaucht. Was für eine Freude, Sie zu sehen. Sie werden immer jünger. Wie machen Sie das? Ach, die Liebe. Die Liebe. Christoph. Friedrich, was für eine Überraschung. Na, wenn mein alter Freund Christoph heiratet und dann auch noch zum zweiten Mal. Wir haben uns gedacht, doppelt hält besser. Genau. Manchmal weiß man erst nach Jahren, was man an einer großen Liebe hat. Aber jetzt hat er es noch rechtzeitig begriffen. Stimmt's, Christoph? Alles Gute euch beiden. Wir sehen uns ja. Danke, Durchlaucht. Hallo, Lara. Du warst gestern ganz schön lange weg. Elisabeth hat sich Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Du hast gar nichts erzählt. Warst du alleine weg? Ist irgendwas passiert? Die ganzen Gräber. Gräber? Warst du auf dem Friedhof? Es war schrecklich. Ich wollte da weg. Nur weg. Ich hab's nicht ausgehalten. Lara, was ist denn passiert? Es war so schrecklich. Bisschen mehr Schwung, bitte. Denk an unsere Vereinbarung. Ich tanze trotzdem nicht lieber mit dir. Dann denk eben an Caroline. Soll euer Kind im Knast zur Welt kommen? Du bist eine Schlange. Das Kind könnte natürlich auch von Henning sein. Wer weiß das schon. Na, Gott sei Dank. Du entschuldigst mich. Gut, aber nur kurz. Mein Gott, auch das noch. Schau mal, bitte. Ist die Torte nicht wunderschön? Ja, ich bin überwältigt. Wollen Sie die Torte nicht anschneiden? Aber selbstverständlich. Komm, Liebster. Es ist also wahr. Was glauben Sie denn? Das ist eine Traumhochzeit. Ja, das sehe ich. Der Ärmste. Ihr spart ihm wirklich gar nichts.
Mein Mann ist ganz überwältigt. Los, komm schon. Noch ein freundliches Gesicht? Mein Gott, ist das widerlich. Halten Sie an sich. Der Graf ist ein Freund von mir. Wenn er das ist, dann sollten Sie ihn bedauern. Danke, danke. Arno, willst du schon gehen? Ja. Ohne dich von mir zu verabschieden, nein, das hättest du nicht fertig gebracht. Ich wollte nur sehen, ob diese Farce hier tatsächlich stattfindet. Wie soll ich das verstehen? Nun, das ist doch hier deine Horrorshow. Du solltest Eintritt verlangen. Der gute Arno und sein raubeiniger Humor. Wirklich goldig. Was hast du mit Christoph gemacht? Na, hältst du es noch aus? Ich begreife das nicht. Für mich wird das alles immer absurder. Naja, das Schlimmste hast du ja jetzt hinter dir. Glaub mir, du schaffst es. Ja, nur weil ich jede Sekunde an Caroline denke und an ihre Entlassung. Hallo, darf ich reinkommen? Ja, sicher. Suchst du was? Ja, meine Kette. Die passt doch bestimmt gut zu dem Kleid, oder? Ja. Sieht sehr schön aus. Mhm, finde ich auch. Und dein Geschenk ist wirklich wunderschön, danke. Ach, das Kleid von Daniel doch auch. Ja. Würdest du sie mir bitte umlegen? Ist Daniel nicht da? Nein, und jetzt hab dich nicht so, bitte. So. Geht's? Ja. Okay. Sag mal, Jonas. Was denn? Mit Lisa und dir. Habt ihr irgendwie Streit oder so? Streit? Wie kommst du denn darauf? Naja, das war eigentlich nur so ein Gefühl. Vielleicht, weil du nicht mit willst auf die Party. Aber ich hab doch schon vorher gesagt, dass mir das zu stressig ist. Aber es wird bestimmt total witzig. Überleg es dir nochmal. Nein. Lisa wird sich bestimmt freuen. Und Daniel auch. Nee, es ist... Außerdem bin ich ziemlich müde. Nach dem Aufstehen? Das ist eine ganz schlechte Ausrede. Und außerdem, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mitkommst. Lass mich nicht hängen. Na gut. Aber wundere dich nicht, wenn ich früher abhaue, okay? Okay, Frau Rhein. Grüßen Sie Lara von mir. Ja, ciao. Und? Naja, immerhin hat Lara wohl mit Nina geredet. Mir geht's ja jetzt. Immer noch nicht sehr gut. Ist alles meine Schuld. Lara ist traurig, weil ihre Mutter gestorben ist. Und mit den Nerven am Ende, weil ich sie auf den Friedhof geschleppt habe. Ich könnte mir so in den Hintern treten. Ach komm. Sie will mich nicht mehr sehen, verstehst du? Einfach weggerannt. Du wolltest ihr doch bloß helfen. Ja. Nur leider hat meine Schocktherapie nicht so ganz hingehauen. So was Blödes. Ich bin so ein Idiot. Irgendwann wird Lara dir schon verzeihen. Hättest du mal sehen sollen, die war echt total fertig. Nee, ich glaube, die hasst mich. Wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, kann ich ja noch mal mit ihr reden, hm? Ach komm, sie hat doch alles keinen Sinn mehr. Ich bin so ein Penner. Finde ich so eine Süße wie Lara und baue so eine Scheiße. Echt nichts anderes verdient. Wieso bist du eigentlich doch noch mitgekommen? Träumst du? Sorry. Was? Wieso du doch mitgekommen bist? Das konnte ich doch nicht alleine lassen. Finde ich auch. Das nennt man tanzen und nicht stehen. Entschuldige, ist so eng hier. Also mich stört's nicht. Also, begeistert scheinst du ja nicht gerade zu sein. Sollen wir was trinken? Ja. Das war es ja, warum ich zu Hause bleiben wollte. Ich bin einfach nicht fit. Was? Du brauchst nur eine Erfrischung. Die machen hier super Mojitos. Komm. Mojitos?
Lieblingsdrink. In Spanien habe ich nur die getrunken. Ah ja. Willst du auch eine? Okay. 2 Mojitos, bitte. Da bist du ja. Sag bitte nicht, dass du mich vermisst. Du vernachlässigst unsere Gäste. Ich habe sie nicht eingeladen. Das Thema hatten wir schon. Ja. Los, du musst jetzt deine Rede halten. Bitte? Du musst auf deine Hochzeit ein paar Worte sagen. Das macht doch normalerweise der Vater der Braut. Bitte, Christoph, tu uns doch den Gefallen. Deine Reden waren immer die besten. Er ist ja so begabt. Und die Liebe beflügelt doch. Eben. Liebe Freunde, liebe Gäste, ich möchte um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ach, das habe ich befürchtet. Zählt sie auch noch eine Rede? Mein Mann möchte ein paar Worte sagen. Ach, der Arme. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und ja, wünsche euch viel Vergnügen. Prost! Was soll das denn werden? Ich wusste nicht, dass er kommt. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und dir? Dir gratuliere ich zu dieser wunderbaren Frau. Ich weiß, dass es auf der ganzen Welt keine einzige Frau gibt, die er so sehr liebt wie seine Clarissa. Das weiß ich doch am besten. Warum hört er denn nicht endlich auf? Also, auf das glücklichste Paar der Welt. Sorge dafür, dass Henning von hier verschwindet, sonst sehe ich schwarz für Caroline. Bin gleich wieder da, ja? Hm? Und? Freust du dich jetzt, dass du mitgekommen bist? Ja. Ist doch ganz lustig. Nee, echt. Gute Party. Mhm. Oh, auf dieses Lied habe ich die ganze Zeit gewartet. Komm. Aber ich... Hey, das ist mein Lieblingslied. Du musst mit mir tanzen. Okay. Okay? Okay.